Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Civ 6 Zonda Zulu mit mir, dem Rigi. Tigerkralle. Genau. Die Runde War Against. Die Runde vor allem. Die Folge War Against the Arabic State of Arabia. Ireland. Müssen wir nur warten, bis wieder die Runde hier fertig ist, weil das dauert ja noch mal ewig. Währenddessen bereiten wir schon mal ein paar Nukes vor für Karthago. Hier war das. Hier konnte ich die Nuke reinwerfen, wo ich drei Städte treffe. Also ich werde wahrscheinlich hier eine reinwerfen, hier eine. Hier eine. Und den Rest muss ich. Vielleicht kriege ich ja noch eine zusammen, dann könnte ich nämlich die noch hier hinwerfen. Dann hätte ich nämlich nochmal zwei starke Städte ausgeschalten. Ich denke nie an die Zukunft. Sie kommt schon früh genug. So. Gut. In der Hoffnung, dass er keine Atomwaffen hat. Ja. Casus Belli. Expansionskrieg. Du mich auch. Da Helikopter. Ich habe ja noch einen Flieger irgendwo hier, genau. Habe ich sonst noch irgendwo einen Flieger? Schaut jetzt hier nicht so aus. Ich hab genügend Roboter. Okay. Ich hab die Annahme, dass der Krieg gegen Arabien ein ziemlicher Blitzkrieg wird. Dich schicken wir nach da. So. Was machen wir mit dir eigentlich? Ja, runter. Damit werden die Kriege auch besiegt. Genug den Hunden gern. Ne moja gegigaten, na wow. Niki Paktinson. Ähm.
Krieger kann man nach unten verlegen. Ausrichtung, Produktion. So. Genau. Ich habe hier noch ein paar Flieger. Da könnte man jetzt mal skillen. Zumindest bei denen, wo es nötig ist. Damit wäre der Kongo auch besiegt. Bingo, bango, bongo, I'm so happy in the jungle. Und die Roboter können weiter marschieren. Eins, zwei, drei. Smolensk, Smolensk, was bauen wir bei dir? Handwerker. Toronto. Ich mach's einfach wieder mit der Mehrfachliste. Es ist viel schneller, viel leichter. Das ist jetzt ein Handelsviertel. Vancouver kriegt Wohnviertel. Müssen wir mal die Mauer reparieren. So, hier ein Flughafen. Da wird der Tempel repariert. Das sind erstmal alle gut beschäftigt. Zack. Da kann man mich wiederholen machen. Beziehungsweise ich brauche die Handelsposten überall.
Schienenverlegungsdienstleister. So, nächste Runde. So, das dürfte echt relativ schnell gehen. Ich habe jetzt zwei Nukes, die dritte ist gerade in Produktion. Einheit benötigt Befehle, ey. Zum Kotzen. Jetzt hat er aber. Ein Vulkanausbruch hat genau das kaputt gemacht, was ich die letzten Runden wieder aufgebaut habe. Are you fucking kidding me? Und es dauert wieder lange. Lange, lange, lange dauert es. Bada, bada, ba, bada, ba, ba, ba. Es dauert wieder so lang, Leute. Viel zu lang. Aber die Folge haben wir gute Chancen drauf, dass wir Arabien erobern. Dann sind wir der Lawrence von Arabien. Aha. Die Zukunft scheint. Ich denke nie an. So, Aleppo. Ich halte mich hier schon zurück, dass ich da jetzt keinen Witz bringe. Keinen schwarzen Hummels, der eventuell das Schicksal von Aleppo beinhaltet. Denn es war ja auch eine Stadt hier, in dem IS-Konflikt, die ziemlich kaputt geschossen wurde. So. Die haben wir dann auch nächste Runde. Hier ist ein Roboter? Nee, hier ist keiner mehr. Thank you.
the fuck? Was stimmt denn mit ihm eigentlich nicht? Lass mal die Maschine hier auf Standby. Aber es kann ja eventuell sein. Statt so zu kleistern können. Jetzt muss ich die Runde schon einnehmen. Wird auf jeden Fall knapp. Könnte aber hinhauen. Haut sogar hin. Haben wir sogar schon die Hauptstadt von Arabien eingenommen. Schneller als erwartet. Mehrfachliste. So, Maikop. So. So. Gut. Boah. Boah. So. Die Roboter müssen wir natürlich jetzt nach unten bewegen. Der bleibt auf Standby. Aha. Ist dann nächste Runde auch eingenommen.
eine schöne Schiene um den Vulkan. Ist doch super. So. Next round. Einheit does need orders. Oder! Das war dumm. Das war dumm, egal. Jetzt aber nächste Runde. Oh nein. Die haben sich alle voll gehealt. Oh nein. Hängt's wieder ewig? Aber Hattin haben wir jetzt dann auch gleich eingenommen und dann kommt Antiochia gleich mit dran. Vielleicht, ne, die Folge schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr in Krieg gegen Karthago, aber dann nächste Folge, die nächsten zwei Folgen wahrscheinlich. Oder wenn nicht sogar drei. Ich muss jetzt hier erstmal noch U-Boote kaufen. Dann werde ich noch eine Nuke produzieren. Habe ich nämlich 4 Stück. Dann kann ich nämlich eine hier rein platzieren. Ich kann eine hier hin platzieren. Ich kann eine hier hin platzieren und ich kann eine hier hin platzieren. Mit den Kampfrobotern wird es dann eh easy. Ist das aber wieder ewig, ey, what the fuck? Warum dauert das denn so lang? Ich denke nie an die Zukunft. Sie kommt schon. Jetzt Speedy Max, Speedy Gonzales. Boah. Dran. Das wäre dann nämlich der letzte Stadtstart. Hier in Stellung. Ja.
Seite. Stadt behalten. Da haben wir den letzten Stadtstaat eingenommen. So. Damaskus auch noch bombardiert. Forschung. Ausrichtung. Mehrfachliste. Ich flute jetzt einfach die Map mit Handwerkern. Irgendwo wird man die schon brauchen.
war's. Das war's. War's noch nicht ganz. Jetzt war es aber. Wir haben tatsächlich noch eine Produktion irgendwo. Hier. Ach ja. Da ist wieder ein Politikplatz frei geworden. Brauche ich hier vielleicht noch irgendwas? Das könnte ich halt noch einklappen. Warum steht denn noch ein bisschen mehr Wohnraum? Jetzt muss ich erst wieder verarbeiten, dass ich jetzt mehr Wohnraum kriegen. Uff. So. So. Bei wie viel Time sind wir denn? 34 Minuten. Ja, okay. Dann was ist mit der Folge Civ 6 Zorn der Zulu? Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.